Hallo YouTube, willkommen zu dieser Reaction. Wir schauen uns wieder so ein paar Rätsel an und ihr könnt miträtseln. Schaut bitte bis zum Ende und lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, schaut bis zum Ende, schreibt dann in die Kommentare, ob ihr mehr richtig hattet als ich. Wow, ist das laut. Erstens, ein Wissenschaftler hat dich in einer Höhle eingesperrt. Er hat dir ein Gift verabreicht, welches dich langsam auf Ameisengröße schrumpfen wird. Aber er hat auch ein Gegenmittel, das in einer Flasche auf dem größten Stein der Höhle steht. Du kannst sie nicht erreichen, aber der Wissenschaftler bietet dir drei Pillen zur Wahl an. Eine verwandelt dich in eine Fledermaus, eine andere verwandelt dich in einen Yo, Affen Affe. Und die letzte ich würde instant verwandelt Affe dich nehmen. In eine Katze. Einfach nur, um Für welche Affe zu solltest du sein. dich entscheiden? Ja, ich würde sagen. Also, Fledermaus wäre halt smart, dann kannst du einfach so hochfliegen, aber du kannst es wahrscheinlich nicht trinken, weil du hast halt keine Hände und deswegen würde ich hier für den Affen gehen, der kann da hochklettern. Außerdem bist du ein Affe, das ist cool. Okay. Für die Pille, die dich in einen Affen verwandelt. Dann bist du ein großartiger Kletterer und hast Daumen, um die Flasche zu öffnen, ohne sie zu Genau. zerbrechen. Zweitens, beim Wandern in den Bergen überrascht dich ein Gewitter. Du hast keine Möglichkeit zu entkommen. Wie wirst du die Blitze überleben? Ich Indem du stelle mich unter unter einem den Baum Baum. Schutz suchst, indem du dich auf den Boden kauerst oder indem du dich flach auf den Boden legst. Hä, was sind das für Rätsel? Ja, nee, hä? Keine Ahnung. Auf den Boden legen, hä? Du solltest dich auf den Boden kauern. Blitze Wie schlagen jetzt? stets in die höchsten Objekte ein und flach am Boden liegen vergrößert die Kontaktfläche deines Körpers mit dem Boden und macht dich so zu einem lukrativeren Ziel. Ist das so? Drittens, du bist in der Wildnis und wirst von einem hungrigen Löwen gejagt. Du läufst auf eine große Schlucht zu, aber sie ist fünfmal breiter, als du groß bist. Sie scheint auch viel zu tief zu sein, aber der Löwe kommt immer näher. Ja, Wie just kommst springt du auf die rüber. andere Seite? Du springst so weit du kannst. Du balancierst über einen Baumstamm. Du verwendest ein. Wo kommt der Baumstamm auf einmal her und wieso habe ich ein Seil dabei? Über die Schlucht gespanntes Seil. Ja, springen ist dumm. Ja, ich würde sagen, Seil. Nee, oder? Hä, keine Ahnung. Baumstamm und Seil sind halt gleich gut. Der Löwe könnte halt auch noch über den Baumstamm, I guess. Nee, ich würde sagen, Seil. Nimm das Seil. Du kannst deine Beine und das Seil schlingen, um dich mit den Armen voranzuziehen. Viertens, du machst. Okay, aber warum geht jetzt der Baumstamm nicht? Ich. Egal, egal. Sauerstoff. Während der Astronaut. Hallo? Viertens, du machst eine Ausbildung zum Astronauten. Deine Eltern sind so stolz auf dich. Während deines Ich wünschte, Überlebenstrainings gibt meine man wären dir auch eine stolz auf fast mich, leere aber ich bin ein Sauerstoffflasche Streamer. und steckt dich in einen Raum ohne Sauerstoff und mit geringer Gravitation. Der Eingang ist 30 Meter entfernt. Wie kommst du am schnellsten dorthin? Flach hinlegen und kriechen. Den Anzug ausziehen und zur Tür rennen. Mit ganzer Kraft springen. Ich glaube, wenn man springt, das ist nicht gut, weil dann bounced man so überall gegen, das nicht gut. In Ausziehen, ob wir es auch nicht. Ja, du musst so kriechen. Lege dich hin und krieche. Bei geringer Gravitation zu springen, kann dich kilometerweit in die Höhe katapultieren und den Anzug auszuziehen bedeutet, dass du dann überhaupt keinen Sauerstoff mehr hast. Fünftens, du hast es geschafft. Jetzt bist du ein echter Astronaut und während du außen an der Cool, Astronaut, internationalen ja. Raumstation Arbeiten durchführst, reißt plötzlich deine Sicherheitsleine und du driftest von der Raumstation weg. Wie kommst du zurück? Ausharren und warten, bis dich jemand aus der Raumstation sieht. So laut wie möglich schreien, auf dass dich jemand hören möge. Deine Werkzeuge wegwerfen. Ja. Ja, hä, das erste, oder? Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob ich einfach Aufnahme beende und ein neues Video anschaue. Aber ich gebe dem Lied Schleudere dann noch eine deine Chance. Werkzeuge weg. Das wird dich wieder in Richtung Raumstation schicken.
Ja, oder es würde dich halt einfach komplett wegheaten, dass du noch weiter weg bist. Werkzeuge weg. Das wird dich wieder in Richtung Raumstation schicken. Sechstens, du fährst auf einer holprigen Straße, als plötzlich dein Auto ins Rutschen gerät und in einem See landet. Was ist das Erste, das du tun solltest? Den Notruf wählen, die Autotür öffnen, die Fenster runterkurbeln oder einschlagen? Okay, da bin ich mir gerade nicht sicher. Also Autotür öffnen, dann kommt halt sehr viel Wasser auf einmal rein, aber du kannst halt auch am ehesten raus. Fenster runterkurbeln oder einschlagen, kommt halt weniger Wasser rein. Und wenn du es einsteckst, dann kommst du halt auch sehr schwierig raus. Ja, Autotür öffnen, oder? Deine erste Reaktion sollte sein, so schnell wie möglich aus dem Auto zu kommen. Die Türen zu öffnen wäre unmöglich. Also solltest du die Fenster runterkurbeln, um rauszukommen. Warum ist Siebtens. Beim das? Wandern Ach fällst du in so. eine metertiefe Grube. Es ist unmöglich herauszukommen. Ja, Doch okay. dann erscheinen vor dir drei Türen. Hinter der ersten erwartet dich Giftgas. Hinter der zweiten lauern vier hungrige Löwen. Und hinter der dritten warten 100 Giftspinnen auf dich. Welche willst du? Eins. Die mit den Giftspinnen. Stimmt. Solange sie sich selbst nicht in Gefahr sehen, werden sie dich nicht beißen. Hast Brave recht. Spinne. Achtens, um deine Das war Intelligenz ganz zu testen, logisch. sperrt ein Wissenschaftler dich ein. Hey, du hättest doch einfach die Tür von 1 aufmachen können, dann wäre das Gas so langsam nach draußen. Und dann wärst du einfach durchgegangen. Ach, Und scheiß bitte drauf. dich zwischen drei Orten, an denen du die folgenden Monate verbringst, zu wählen. Doch nur einer dieser Orte ist sicher. Für welchen entscheidest du dich? Eine mit Kakteen gefüllte Wüste, einen stürmischen tropischen Strand, einen rauen Berg mit drei Kirschbäumen. Was? Orte ist sicher. Für welchen entscheidest du dich in Gefahr? Binne. Achtens, um deine Intelligenz zu testen, sperrt ein Wissenschaftler dich ein und bittet dich zwischen drei Orten, an denen du die folgenden Monate verbringst, zu wählen. Doch nur einer dieser Orte ist sicher. Für welchen entscheidest du dich? Eine mit Kakteen gefüllte Wüste, einen stürmischen tropischen Strand, einen rauen Berg mit drei Kirschbäumen. Nur einer ist sicher. Ja, wahrscheinlich nicht die Wüste. Also, keine Ahnung, was soll daran unsafe sein? Dann der Berg, oder? Also. Entscheide dich für den stürmischen Strand. Du kannst angeln und deinen Flüssigkeitsbedarf mit den Kokosnüssen decken. Den steilen Berg könntest du nicht erklimmen. Und falls doch, lieferten dir die Kirschen nicht alle Nährstoffe, die du brauchst. Neuntens. Was ist das Wenn für du ein random zurückkommst, Video? gibt dir der Wissenschaftler eine letzte Aufgabe. Früher waren Du die musst eine von Rätselvideos drei Türen besser. wählen, um zu entkommen. Ja, vielleicht ist da Giftgaslöwen und Giftspinnen Nur dahinter. eine bringt dich in Sicherheit. Welche wählst du? Die erste Tür führt dich in einen Ah, da sind dichten sie wieder. Dschungel voller gefährlicher und hungriger Tiere. Die zweite Tür bringt dich in die Vergangenheit, als die Dinosaurier noch lebten. Die dritte Tür führt dich auf einen See während eines Polarsturms. Dann nehme ich wohl den Du solltest Polarsturm. dich für die dritte Tür entscheiden. Der See ist zugefroren und du kannst einfach hinüberlaufen, ohne vor wilden Tieren fliehen zu müssen. Zehntens, du verläufst dich während Was ist einer das für ein Expedition Video? in Warum hat unterirdischen das Höhlen. Vor fast eine dir halbe Million liegen, Views? rate wie viele Tunnel? Genau, drei. Ah, schon Einer wieder wird durch drei tosende Flammen Tunnel, versperrt, der zweite wimmelt nur so vor giftigen Schlangen ja. Okay, und der okay. dritte besteht nur aus Treibsand. Welcher ist der sicherste? I guess Treibsand. Der mit dem Feuer. Du kannst die Flammen mit Sand ersticken, während du dich vorwärts bewegst. Elftens, eines Tages Ja, wachst du stark, auf das Video und ist schon entdeckst, so dass du über hoch. Ich Superkräfte hatte das verfügst. einfach nicht raus, Auf dass dem gerade Weg jemand in zur mein Arbeit Zimmer bemerkst gekommen du, ist. wie ein Auto auf eine Gruppe Mir ist so Studenten egal. zufährt. Welche deiner Superkräfte wirst du einsetzen? Superstärke, Telepathie, Unsichtbarkeit. Wie langsam rollt gerade dieses Auto auf die zu? Ist absolut nicht nötig, irgendwie da einzugreifen. Ich würde mich einfach unsichtbar machen, um nicht wegen unterlassener Hilfeleistung angezeigt zu werden. Das ist smart.
Leider ist deine Superstärke keine Superschnelligkeit, aber du kannst Telepathie nutzen, um den Fahrer sofort bremsen zu lassen. Jo. 12. Jemand hat dich nach Hause verfolgt. Du flüchtest in den Keller und stellst eine Falle auf. Dann löschst du das Licht. Einfach. Welche dieser Fallen ist die effektivste? Einfach eine Falle. Ein Skateboard auf einer der obersten Stufen am Kellereingang. Ein Skateboard am Ende der Kellertreppe. Gespannte Zahnseide am Kellereingang. Ja, unten das Skateboard. Das Skateboard am Eingang. Stimmt. Es verursacht mehr Schaden, als wenn es am Ende der Treppe steht. Die Zahnseide würde einfach nur reißen. Hey, das ergibt gar keinen Sinn, weil wenn der Typ dann runterlaufen würde. Die Zahnseide würde einfach nur reißen. Dann würde der dort draufsteppen, vielleicht würde dort hinfallen und du könntest so, ne, ihn catchen. Aber okay. Mehr Schaden, als wenn es am Ende ich der Treppe steht. Ich bin einfach nur dumm. Die Zahnseide würde einfach nur reißen. 13. Eine Gruppe Menschen jagt dich durch einen dichten Dschungel. Vor dir teilt sich der Weg in drei Pfade, doch auf jedem lauern andere Hybridwesen. Oh ja, cool. Löwen, Schlangen, welcher Spinnen. Weg ist der sicherste? Der mit dem Wesen mit einem Ameisenbärkörper und einem Löwenkopf? Was? Der mit dem Wesen aus einem Dinosaurierkörper und einem Koala-Kopf? Oder der mit dem Wesen mit dem Körper eines gigantischen Insekts und einem Delfinkopf? Ich muss das ganz kurz verarbeiten hier, okay? Ja, ich würde sagen, also der Löwe hat ja immer noch das Gehirn eines Löwen, also wäre das ein schlechter Weg. Delfin und Koalas sind halt cool und weiß nicht, ist auch eigentlich egal, ob man jetzt Koala oder Delfin wählt. Weil wenn die Hybridgestalten so funktionieren wie ihre Köpfe, dann juckt es ja nicht. Aber dann würde ich halt trotzdem noch eher für den Delfin gehen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Wähle den dritten Weg. Ein riesiges Insekt wird nicht ausreichend Sauerstoff in seinem Körper transportieren können, um zu überleben. 14. Welches dieser beiden Mädchen wird überleben? Das eine hängt an einem Seil, das jederzeit reißen könnte, über einem riesigen Kübel Heißwasser. Das andere wurde mit einem bleischweren Gewicht am Bein in den Ozean geworfen. Ja, sie ist halt auf jeden Fall dort, aber bei ihr reißt das Seil eventuell nur. Und irgendwann wird das Wasser wahrscheinlich auch nicht, also wahrscheinlich auch kälter, ne? Wenn es nicht permanent beheizt wird. Die erste, das Seil ist noch nicht gerissen und sie hat noch Zeit, sich selbst zu befreien. Dem anderen Mädchen hingegen geht gleich die Luft aus. Ja. 15. Du bist. Einfach mein Ansatz hier, dass das Wasser so irgendwann kälter werden muss, wird einfach nicht beachtet. Ist eigentlich so. Eigentlich so die wirklich richtige Lösung. 15. Okay. Du bist auf einer Insel ohne Trinkwasser gestrandet. In deinem Rucksack befinden sich ein Messer, ein T-Shirt, ein Wasserglas, ein Seil, Maschendraht. Was verwendest du, um an Trinkwasser zu kommen? Ich würde aus einem Glas trinken, tatsächlich. Das T-Shirt. Mit dem Stoff wischst du den Tau von den Blättern und bringst die Flüssigkeit dann in deinen Mund. Genau. 16. Du bist gerade eben in einem Chemielabor aufgewacht. Um herauszukommen, musst du eine Pille nehmen. Wenn du es lebendig nach draußen schaffst, bist du frei. Welche Pille wählst du? Eine ist mit Parasiten aus einem stehenden Gewässer gefüllt. Die zweite enthält Schlangengift. Und die letzte... Schlangengift? Wieso ist da eine Spinne drauf? Gift. Und die Wasser gefüllt. Die zweite enthält Schlangengift. Und die letzte enthält über 10 Milliarden schädliche Bakterien. Ey, wenn das jetzt die Lösung ist, dass das kein Schlangengift, sondern Spinnengift ist oder so, keine Ahnung, dann war's das mit dem Video.
Entscheide dich für die Schlangengiftpille. Das Gift wird sich auflösen, wenn es deinen Magen passiert und die Auswirkungen auf deinen Körper. Aber was ist, wenn es doch Spinne ist? 17. Du gehst in einen Raum und vor dir befinden sich 4 Türen. Blau, grün, rot und gelb. Ein Wissenschaftler taucht auf und erzählt dir, dass jede Tür an einen anderen Ort führt. Eine führt an den Grund eines aktiven Vulkans. Die zweite bringt dich mitten in die Antarktis. Die dritte führt auf eine tropische Insel mit Obst und schönen Stränden. Und die letzte bringt dich an den Grund des Marianengrabens. Du weißt nicht, welche Tür wohin führt, aber der Wissenschaftler erzählt dir Folgendes. In einer Parallelwelt, wo der Himmel gelb und die Bäume rot sind, solltest du dich für die grüne Tür entscheiden. Welche wirst du nun wählen? Wo der Himmel gelb und die Bäume rot sind, solltest du dich für die grüne entscheiden. Was? Himmel gelb, Bäume rot. Wieso check ich das nicht? Himmel blau, Bäume grün. Also, nee, hä? Wenn Himmel blau ist und Bäume grün, dann sollte man durch die... Also warte, welche Farbe fehlt hier? Es fehlt blau. Okay. Und also in der Parallelwelt fehlt blau und in der richtigen Welt ist Himmel blau, Bäume grün. Und man entscheidet sich nicht für die grüne. Doch, man. Nee, hä? Man entscheidet sich für die blaue. Und deswegen nimmt man die gelbe. Genau. Nee, keine Ahnung. Ja, nee, ich sag gelb. Ich weiß nicht warum, aber... Die richtige Antwort lautet die rote Tür. Okay. Der Wissenschaftler spricht über die Komplementärfarben und das Gegenteil von grün ist rot. 18. Du wanderst durch eine tiefe, dunkle Höhle, als ein fieser Archäologe dir den Weg versperrt. Er sagt dir, dass du einen Monat mit einer Tierart deiner Wahl in dieser Höhle verbringen musst. Wenn du lebend rauskommst, bist du frei. Für welches Tier entscheidest du dich? 20 säurespeiende Geißelskorpione, 15 hungrige Ratten, 35 giftige Schlangen, 50 Fledermäuse. Fledermäuse. Die beste Option sind die Geißelskorpione. Stimmt. Sie beißen fast nie Menschen und ihr Stich ist ähnlich wie Essig. Er tut... Stimmt, warum sollte man einfach... Keine Fledermäuse nehmen, die einem gar nichts tun, hast recht. Die Geißelskorpione, sie beißen fast lieber nie mal Menschen stechen lassen. Und ihr Stich ist ähnlich wie Essig. Er tut zwar weh, ist aber nicht giftig. Genau, alles klar. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like. Ich habe absolut nichts Neues gelernt, aber vielleicht ihr. Ja, geiles Video, wirklich. Ich werde nie wieder solche Videos hochladen. Danke fürs bis zu Ende schauen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis morgen, bye bye.